Als ich gestern einen Fehler gemacht habe, da sagte ich hinterher Asche auf mein Haupt. Diesen Spruch kennt man doch. Wo kommt er eigentlich her und was bedeutet er? Die Antwort habe ich heute Mittag bei Pfarrer Markus Böhme von der Pfarrei Heilige Familie gesucht und gefunden. Es gibt da so einige Aussprüche, da weiß man irgendwann gar nicht mehr, wo kommen die her. Asche auf mein Haupt, das ist ein solcher Spruch. Sie werden es wahrscheinlich jetzt schon bemerkt haben. Wir haben heute den Aschermittwoch. Es muss also irgendetwas damit zu tun haben. Herr Böhme, was heißt es jetzt, Asche auf mein Haupt? Es hat einen religiösen Hintergrund. Wie viele andere Sprichwörter kommt auch dieses Sprichwort aus der Bibel. Asche auf mein Haupt. Im Alten Testament kann man nachlesen, wenn Menschen gefastet haben, wenn Menschen von Gott Verzeihung erhofft haben, dann haben sie ihre Kleider zerrissen, haben sich mit Asche bestreut und haben so eine Bußzeit begangen. Sie wollten die Versöhnung mit Gott, dass Gott den Menschen wieder gnädig ist. Und in der heutigen Zeit gibt es da wirklich noch Asche? Es gibt Asche. Ich habe hier ein Schälchen Asche. Und katholische Christen bekommen am Aschermittwoch ein Aschekreuz auf die Stirn. Gibt es zwei mögliche Sprüche? Bedenke, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Oder auch glaub an das Evangelium, also die frohe Botschaft, und kehre um. Das hat den Sinn, Asche erinnert uns an unsere Vergänglichkeit. Wir Menschen haben ein begrenztes Leben. Aber die Asche möchte uns nicht den Spaß am Leben verderben oder die Freude, sondern möchte uns deutlich machen, da gibt es noch mehr. Sie möchte uns darauf hin orientieren, dass Ostern folgt. Also ohne Ostern wäre Aschermittwoch unsinnig. Der Aschermittwoch ist aber auch eine gewisse Art Auftakt. Jetzt kommt die Fastenzeit. Was bedeutet das eigentlich, das Fasten? Es hat nichts damit zu tun, dass man eine Diät macht. Nein, Fastenzeit heißt zum einen, ich bereite mich vor. Verzicht üben kann auch dazu gehören. Aber Verzicht üben wird immer so schwierig, so schlimm gesehen. Wenn ich auf ein neues Auto spare oder ein Haus bauen will, dann muss ich auch eine gewisse Zeit auf etwas verzichten. Aber ich habe immer ein Ziel vor Augen und das soll das Osterfest sein. Fasten heißt zum einen Verzicht. Fasten heißt aber auch zu entdecken, was macht denn mein Leben wirklich aus? Was hält mich, was trägt mich, was kann ich vielleicht auch loslassen, was mir manchmal wie so ein Gewicht am Fuß ist? Was macht mein Leben freier? Das kann ich loslassen. Fasten hat aber auch eine soziale Dimension, denn das, worauf ich verzichte, das kann ich anderen zugutekommen lassen. An Geld, sicher finanziell, es gibt die großen Hilfswerke, aber auch an Zeit, an Aufmerksamkeit, die ich für andere übrig habe. Wird das Fasten bei Ihnen in der Gemeinde auch ganz praktisch praktiziert? Was passiert da so im Allgemeinen? Fasten selbst ist eine Angelegenheit, die jeder für sich selbst machen kann und muss. In der katholischen Kirche haben wir nur zwei Fasttage. Das ist der Aschermittwoch und der Karfreitag. Das heißt, an diesen Tagen ist es für Erwachsene bis zum 60. Lebensjahr vorgesehen, dass sie nur eine sättigende Mahlzeit zu sich nehmen und zwei kleine Stärkungen. Und dann gibt es noch das Abstinenzgebot. Das heißt, man soll sich von Fleischspeisen freihalten. Das ist in der heutigen Zeit gar kein großes Problem mehr, wo es ja auch großartige und gut schmeckende vegetarische Speisen gibt. Das ist in einer Zeit entstanden, wo Fleisch auch ein Luxusgut war. Und deshalb, wir sollen daran denken, dass die Fastenzeit auch eine ernste Zeit ist, die uns aber auch auf Ostern schauen lässt, auf Jesus, der am Karfreitag gestorben ist. Und deshalb auch dieser Verzicht, dieses Verzichten können. Und ich behaupte, nur wer verzichten kann, der kann auch wirklich genießen. Und das mit dem Fleischverzicht, das zeigt sich ja schon in dem Wort Karneval, was ja müsste lateinisch sein, oder? Der Abschied vom Fleisch. Genau. Karnevale, Fleisch, leb wohl. Ja. Mit dem leb wohl, da hätte ich jetzt hier noch eine Frage. Normalerweise ist ein Altar prächtig geschmückt, hier sehr schlicht. Hängt das auch mit der Fastenzeit zusammen? Ja, in der Fastenzeit ist es so, dass auch äußerlich deutlich wird, es fehlt etwas. Sonst stehen hier prächtig geschmückte Blumen, Gestecke. Aber in der Fastenzeit soll deutlich werden, wir warten auf etwas, nämlich auf das Osterfest, wo dann alles wieder toll geschmückt ist.
Und deshalb Reduktion auf das Wesentliche. Das ist so das Kernwort der Fastenzeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mal ein bisschen Licht in das Dunkel gebracht haben. Und wir haben wieder etwas gelernt. Dankeschön, Herr Böhme.